Die Presse ist eingeladen. Mein Name ist Bormann, ich bin vom Beruf Lehrer, ich lebe in Berlin und morgen soll ich mich wegen Volksverhetzung verantworten, was natürlich kein Problem ist. Ich habe gestern auch die gesamte Schwurbelpresse eingeladen, ja, also nicht die freien Medien, sondern die, die hier halt Regierungsschwurbeln betreiben. Und ich wollte diesen Text einfach nur mal der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, damit jedermann auch zu seinen Problemen dann die Presse einladen kann, damit sie dann endlich mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkehrt zum Pressekodex und einfach mal das schreibt, was die meisten Menschen für die Wahrheit halten und nicht irgendwelche Geschichten, die sich irgendjemand ausdenkt, ja. Boah, Mann, der Volksfetzer, lächerlich. Also, liebe Journalistin, falsch gegendert oder besser als andere? Die große Schwurbelshow, da habe ich also einen Link gemacht auf mein letztes Video. Ich habe den Termin ja schon in meinem Bekanntenkreis angekündigt. Und dann geht's los mit dem Text. Ne? Unsachliche Meinungsäußerungen, Bezichtigungen, Klimagetöse und Corona-Lügen sind hoffentlich nicht die Grundlage für Verurteilungen vor Gericht. Staatsanwaltende, Richtende und Schöffende, egal welchen Parteibuchs und egal welcher Geheimbundzugehörigkeit, werden nicht Beschimpfungen, Verunglimpfungen und Diffamierung durch Meinungsmachern auf den Leim gehen. So hofft zumindest das deutsche Volk. Denke ich doch. Daher wird sehr wahrscheinlich am 4.01.2024 Lehrer Bormann von den letzten Vorwürfen freigesprochen werden, die ihm seit 2020 von der Mainstream-Presse angedichtet wurden. Tja, die haben alle voneinander abgeschrieben, ohne etwas nachzuprüfen. Da braucht man bloß zu suchen nach Corona-Leugner Lehrer Bormann. Da ist nichts dran, das sind alles Lügen, ja, aber gut. Bitte schreiben Sie nicht mehr ab von schlecht recherchierenden Dummbatzen und Pseudo-Experten, die von jedem Abiturrenden leicht entlarvt werden können. Bilden Sie sich eine eigene Meinung. Vor Ort, Sie werden zweifellos erkennen, auch mit Maske oder sogar Brett vor dem Kopf, Lehrer Bormann ist zeitlebens weder links noch rechts gewesen. Lehrer Bormann ist nicht radikal, nicht extremistisch und schon gar nicht gewalttätig. Lehrer Bormann hat nicht das Volk verhetzt. Lehrer Bormann hat nicht den Holocaust geleugnet. Lehrer Bormann hat nicht den Holocaust verharmlost. Lehrer Bormann hat nicht den Nationalsozialismus geleugnet. Lehrer Bormann hat nicht den Nationalsozialismus verharmlost. Lehrer Bormann hat nicht diese Corona-Maßnahmen mit dem Nationalsozialismus verglichen. Lehrer Bormann hat den Lehrerberuf mit einem zweiten Staatsexamen abgeschlossen und ist daher auch kein Ex-Lehrer, sondern Lehrer. Tatsächlich, ja. Lehrer Bormann ist tatsächlich bis zu seiner Kündigung einer der kompetentesten und beliebtesten Lehrer an seiner Schule gewesen, was man unter anderem an der höchsten Gehaltsstufe erkennen kann, die man Berliner Lehrern zubilligt. Tja, und die hätte ich gerne noch ein paar Jahre kassiert, ne? Aber das hat sich ja jetzt leider anders ergeben. Also, Lehrer Bormann hat absolut berechtigt fatale, fehlerhafte Corona-Maßnahmen frühzeitig erkannt, kritisiert und davor gewarnt, neue Menschheitsverbrechen zu begehen. Ja, nochmal, also Lehrer Bormann hat absolut berechtigt fatale, fehlerhafte Corona-Maßnahmen frühzeitig erkannt, kritisiert und davor gewarnt, neue Menschheitsverbrechen zu begehen. Das war und ist erlaubt in offenen und toleranten Gesellschaften mit einer ordentlichen Verfassung und demokratischen Regierungen. Haben wir doch hier, oder? Also, Lehrer Bormann hat daher auch seine Kündigungsschutzklage gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber, also das inkompetente, nicht zahlungswillige Erziehungsministerium von Berlin. Es stehen noch ein paar Gehälter aus, die sie nicht rüber wachsen lassen und wo sie sich ziemlich totstellen. Mitte 2023 gewonnen. Okay, jetzt diese Einblendung da, die war jetzt ein bisschen lang, ne? Mit dem zahlungsunwilligen Erziehungsministerium, aber wie gesagt, also ich habe meine Kündigungsschutzklage gewonnen. Das Video dazu habe ich hier in der Einladung dann auch nochmal hineingeschrieben, den Link dazu, dass man den bloß anklicken braucht. Lehrer Bormann hat uns vor dem Scherbenhaufen gewarnt, der jetzt vor uns liegt. Leider haben nur sehr wenige Menschen seine Videos gesehen und verstanden,
Von Volksverhetzung kann auch daher nicht die Rede sein. Das Grundgesetz schützt den Staatsbürger vor einer übergriffigen Regierung und das wird auch hoffentlich so bleiben, denn diese Regierung ist nicht nur unverschämt übergriffig, sondern so ziemlich das allerletzte, was sich die Deutschen gerade wünschen. Nichts anderes hat Lehrer Baumann mit absoluter Treffsicherheit in seinen Videos vor Jahren bereits vorhergesagt. Vielleicht manchmal ein bisschen überspitzt. Während die Mainstream-Presse scheinbar auf Regierungsschwurbeln eingeschworen wurde und anderen das angebliche Schwurbeln vorwarf. Die Mainstream-Presse hat bislang extrem schlecht recherchiert und einen lausigen Job gemacht. Und trotzdem viel Kohle eingesteckt. Verrichten Sie bitte endlich Ihre Arbeit so, wie es der Presserat im Pressekodex für Sie formuliert hat. Sie wissen nicht, wo das zu finden ist? Beim Presserat. Die haben eine eigene Webseite. Lehrer Baumann hat von der in Deutschland laut Grundgesetz geltenden Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht und so wie Sie einfach nur seine Meinung gesagt. Manchmal sogar in Form kleiner Kunstwerke, zum Beispiel Videokollage ohne Worte aus Bestandteilen, die millionenfach im Netz kursierten, für die zusätzlich auch noch die Kunstfreiheit gilt. Tja, was hier in der Einladung nicht steht, Rübers Corona Diary ist eigentlich eine Folge von 200 Videos, die zusammen eigentlich das Gesamtwerk darstellen. Und da irgendwie ein Satz oder ein Bild herauszupicken, trifft eigentlich nicht den Kern der Sache. Ich wollte dokumentieren, was da Sache war. Ne? Hier geht's weiter im Brief. Mit etwas Abstand zu den aufwühlenden Emotionen und Gefühlen aus 2020 können das nun alle sehen, auch Sie. Sie hatten mehr als 3 Jahre Zeit, Ihre fatalen Fehleinschätzungen zu korrigieren. Der zu verhandelnde Strafbefehl wird im folgenden Video eingeblendet. Die zu bestrafenden Videos, in Anführungsstrichen, sind in der Beschreibung des Videos anklickbar. Das war ein Video, was ich vor ein paar Wochen gemacht habe, Zivilcourage vor Gericht. Wir hatten ja schon einen Verhandlungstag, morgen ist der zweite. Denken Sie bitte daran, dass Ihre Berichterstattung gesichert und archiviert wird. Das ist keine Drohung, das ist das Internet, ja? Also, da kann ich jederzeit sagen, archiviere und dann kann ich es bei archive.org nachlesen, was die Leute an diesem Tag veröffentlicht haben. Und selbst wenn Sie dann noch am übernächsten Tag irgendetwas korrigieren, dann kann man das für eine Entschuldigung in Betracht ziehen, aber es ändert nichts daran, dass möglicherweise da einfach nur blödes Zeugs geschrieben wurde über mich, was ja eben nicht okay ist und was mir Probleme bereitet. Ne? Also denken Sie bitte daran, dass Ihre Berichterstattung gesichert und archiviert wird. Üble Nachrede ist kein Kavaliersdelikt und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verjähren nie. Tja, üble Nachrede, ist das ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Muss ich tatsächlich mal überlegen, aber ich empfinde es so, weil mich hat es ja getroffen. Die Bürgerinitiative Leuchtturm AD möchte an die Mitverantwortung der Medien erinnern. Sie sind Teil einer wehrhaften Demokratie und stützen sie als vierte Säule der Gewaltenteilung gemäß dem Pressekodex und den internationalen ethischen Vorgaben. Die Bevölkerung ist auf Medien angewiesen, die ausgewogene Informationen zu einem Thema bereitstellen. Eine lebendige und funktionierende Demokratie braucht sowohl auf Fakten basierende Berichterstattung als auch viele unterschiedliche Meinungen. Nur so können sich Menschen eine eigene Meinung bilden und an demokratischen Prozessen partizipieren. Wir laden Sie heute zu folgender Veranstaltung ein. Verhandlung eines Strafbefehls, angebliche Volksverhetzung, Turmstraße 91, 10559 Berlin, 4.1.2024, 10 Uhr, Raum 671. Kommen Sie vorbei und lassen Sie uns telefonisch miteinander über diese wichtigen oder lassen Sie uns telefonisch miteinander über diese wichtigen Inhalte ins Gespräch kommen. Tja, also nicht einfach nur Zeitung lesen von Kollegen und das abschreiben, sondern einfach mal mit mir reden zum Beispiel. Das wäre doch mal ganz nett. Dann besteht auch nicht die Gefahr, dass ich wieder krank werde von Ihrem Geschreibsel. Also mit freundlichen Grüßen. Einmal Rüdiger Baumann, das bin ich. Und Jimmy Gerum, den kann man auch ansprechen, der ist von Leuchtturm AD. Und ja, setzt sich sozusagen hauptberuflich für die Wiederherstellung der deutschen Ausgewogenheit her, für die Ausgewogenheit der Presse,
entsprechend Pressekodex und gucken, was morgen rauskommt. Ne? Also ich denke, da geht gar kein Weg dran vorbei, dass ich freigesprochen werde. Und ansonsten tut sich da die Justiz ja keinen Gefallen. Das wird dann ja weitergehen und das wird dann ja richtig hochkochen. Und ich glaube, daran hat niemand ein Interesse. Ich möchte meine Gesundheit schonen und die Justiz möchte sich nicht blamieren und tatsächlich zeigen, dass sie vielleicht manchmal die Gesetze nicht so richtig gelesen hat. Ne? Also morgen werden wir sehen, was dabei rausgekommen ist. Schönen Tag noch. Toi, 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 drückt mir die Daumen, sprecht noch ein paar Gebete, das hilft auch. Und ich hoffe, dass 2024 dann ein schönes Jahr wird für uns alle, in dem diese lächerlichen Prozesse endlich mal aufhören. Für angebliche Corona-Leugner. Da, wo Leugner sind, sind auch immer Gläubige. Und das ist nicht das, was wir in einer aufgeklärten Gesellschaft leben. Da gibt es keine Gläubigen und Leugner. Zu Hause vielleicht, ja. Glaubensfreiheit, aber nicht im Gericht. Schönen Tag noch.